Heidi ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Heute ist wieder Dienstag. Heute zocken wir mit den Boys wieder schön Baldur's Gate 3 weiter. Ich habe auch diesmal bessere Laune mitgebracht als letztes Mal. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle wie letztes Mal, wo wir die dicke Spinne besiegt haben und dann hierher zu diesem Markt irgendwie gelaufen sind. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne bei Schachschaulin wieder rein. Der streamt natürlich auch, mein Streaming-Partner. Könnt ihr mal aufhören zu quatschen hier? True. Ich habe auch mal ein bisschen an meiner Kamera rumgefummelt, weil ich vergessen hatte, wo ich das neue Licht gekauft habe, den Greenscreen nochmal nach einzustellen. Ist noch nicht ganz perfekt, aber ich kann damit leben. Sonst hoffe ich euch jetzt gut da draußen, dass ihr alle gesund und munter seid und wenn nicht, auf jeden Fall Däumchen drücken, gute Genesung und so, dass ihr bald wieder fit seid. Bei mir ist erstmal soweit alles schick. Und wir werden mal gucken, was wir heute mit den Boys so reißen. Deswegen der Titel auch planlos, geht der planlos. Wunderschön. Ja, wenn ihr Bock habt, natürlich auch gerne nochmal vorab unseren YouTube-Kanal auschecken. Das könnt ihr mal ganz gerne machen. SMG präsentieren, ist auch unten alles verlinkt, wie, so wie es sein soll. Also unten, wenn er rausgeht aus dem Stream, ne, ist verlinkt, so meine ich das. Und dann schalte ich die Boys mal rein und wir fangen mal an, würde ich sagen. So, warte. So, da sind wir, Leute. Hallo. Hallo, hallo. Muss noch einmal hin und her klicken. So, jetzt haben wir. Alle flüssig, alle tippitoppi. Sehr schön. So. Ah, Husen, bist schon wieder hier. Ja. Ich muss sagen, guck mal hier in der Stadt. Hier muss irgendein Typ mit der Harfe sein. Oder wie gesagt, kann sein, dass wir den auf die Fresse gehauen haben. Husen. Oh mein Gott. Du kannst nicht Geige spielen, lass es. Ja, die da drüben haben schon geguckt, so ich dachte, nee, wenn ich jetzt vor dem verkacke, würde ich auch nicht. Ja. Ich hatte schon einen Typ mit einer Harfe in der Hand. Wenn ihr natürlich für uns, meine lieben Tipps habt oder auch irgendwelche Tricks oder was weiß ich nicht oder was wir besser machen können, schreibt das auf jeden Fall gerne im Chat bei Schachschaulin und Moa. Also wenn der Typ, der Vampir, der hat doch eine Harfe in der Hand gehabt. Nicht, dass es der war. Ist der Volo? Keine Ahnung. Achso, meinst du den Werb? Ja, gut. Wer kann sein, dass der dann weg ist? Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. Du Heiliger. Wenn der ist, da weg. Der hieß auch wir haben auch direkt noch Quests von unseren Begleitern, die wir in unserem Lager haben, ne? Ja. Da gibt es auch Quests. Von allem Quests. Ja, ich weiß, deswegen können wir uns jetzt eigentlich voll aussuchen, was wir machen. Oder ob wir Hauptquests weitermachen. Ich würde die Klinge der Grenzen machen. Klinge der Grenzen, wo ist denn die drin? Oder wir gehen ins Goblin-Lager. Aufs Goblin-Lager hätte ich auch Bock. Da machen wir das Goblin-Lager. Oder was, Alex? Mhm. Welche Mission ist denn das? Reise zum Goblin-Lager. Bin ich gerade blind oder was? Finde das Heilmittel, Druiden, Religion, Begleiter, abgeschlossene Quests. Dann habe ich die nicht angenommen oder was? Auf der Map ist es ganz weit links, wenn du rauskreuzt. Oder? Achso, links neben uns, das meinst du, den großen? Nee, ganz weit links. Du musst weiter rauskreuzen. Ganz, ganz weit links. Ach, das hier hinten, im Schwarzen. Alles klar, ja. Besiege die Goblins, rette den Druiden aus Heilsinn. Vielleicht kommen wir dann ins Druiden. Gut, dann machen wir das so. Oh, ich folge. So, wir können uns theoretisch zum zerstörten Dorf teleportieren. Wenn ihr rechts auf der Karte habt ihr eure Wegpunkte. Dann sind wir sogar schon fast da. Fast. Also, man braucht jetzt können wir noch irgendwas. Ich verkaufe noch schnell den Rest bei dem Ehen hier. Ja. Obwohl, ich nicht theoretisch immer nur einer teleportieren, weil. Können wir das Map übergreifen und ins Inventar packen? Okay, ich und David sind schon da, Leute. Wir warten hier auf euch. Ja, wo seid ihr? Wir haben uns schon dahin teleportiert, wo wir in das komische Dorf, wo wir das letzte Mal waren, wenn ihr euch erinnern könnt. Wo dieser komische kleine Goblin in diesem Haus stand. Und wir den... Wie seid ihr jetzt teleportiert? M. Und dann auf der rechten Seite zerstörtes Dorf. Bei der Karte. So, ich dachte, man muss an einem Portal-Ding rumstehen. Ja, habe ich auch erst gedacht. Ich habe auch gedacht, wenn ich draufklicke, dass ich nicht gleich da erscheine, aber. Natürlich. Ja.
Alex, hast du das gerade mit der anderen Händlerin versorgt? Mit dem kleinen Mädchen meinst du? Ich hab mir das da gerade verbockt. Ja, ist doch egal. Da muss ich mit ihr reden. Wolltest du sie abziehen oder was? Ja, naja, die eine Olle wollte uns ja berauben, ihre Partnerin. Ne? Ich hab gesagt, die soll uns an ihrem Geschäft beteiligen. Ja. Oh Mann. Na, ich bin ja ein Taschendieb. Ja, aber dass du dich an Kindern vergreifst, ja, das ist ja eine andere Hose. Naja, hallo, die vergreifen sich an mir. Of course. But please, remember, der hat auch kein Gold mehr. You're not the only one in need. Der guckt doch so ein bisschen, als wäre er drauf, Alter. Oder, Alex? Mhm. Na gut, dann lasse ich das jetzt, dann machen wir das nächste Mal. Vielleicht finden wir ja noch Händler. Ja, vielleicht bei den im Druidenlager dann mal. Bringt das eigentlich was, Jusen, wenn du damit übst, oder... Keine Ahnung, vielleicht. Ich sehe es leider nicht so. Ich habe kein Musikinstrument. Oh, David hat ja sogar einen Trank der mächtigen Heilung. Da kommt ein Goblin näher, ist das okay? 8 bis 20 Heilung, krasser Scheiß. Der tut uns nichts, oder was? Nee. Bis jetzt ist noch alles chillig, Digi. Nee. Der bewirft dich. Ah, du hast gerade Schaden gekriegt, ja. Der hier vor mir hat mich beworfen? Ja, und jetzt geht er weg. Alles gut, okay. Alter, es hat 4 abgezogen. Warum kann ich denn... Hä? Warum konnte wir müssen auf Alex warten. Ich fange jetzt hier keinen Kampf an. Die sind hier bestimmt wieder überall verteilt. Da kommen alle aus den Ecken raus. Ich stelle mich mal hinter Jusen. Dann trifft er Jusen. Du kannst unten auch Verstecken machen. Okay, verstecke ich mich. Verstecken fehlgeschlagen. Wo ist hier Verstecken? Musst du vielleicht an einem Busch machen, David. Sonst wird das nicht. Ja, musst dich hier in einem Busch stellen und dann funktioniert es auch. Ah, nee, ich kann erstmal mit dem reden. Dann reden wir mit ihm. Wir wollen nochmal reden mit F, oder? Mit Rechtsklick im Zweifel drauf. Achso, Linksklick einfach, okay. If you wanna keep your insides on. Nice. Die Truhe war hier, offen, Alter. Da war noch ein krasser Helm drin. Cool. War da, wo alle drüber hier hovert, aber haben das nicht gesehen, weil wir den falschen Kamerawinkel hatten. Gehe ich mal stark von aus. Der Typ hat gesagt, mach eine falsche Bewegung und deine Eingeweide sind außen. Naja, dann schnitzel ihn weg. Ja, bis jetzt macht er ja nichts. Der hat mich schon angegriffen, bis jetzt macht er nichts. Ja, ist logisch, weil er dir keinen Stein in den Kopf geschmissen hat. Achso, hier müssen wir gar nicht lang, wir müssen nach oben eigentlich. Ich glaube, du bist, oder was? Nee, warte. A game for surface children. Dann gehen wir da erstmal. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir hier vorne gleich. Oh, hier sind welche. Ja, da sind wir auch noch nicht hochgegangen das letzte Mal. Dann speichern wir erstmal hier, oder? Dann stell mich erstmal hier ein Stück nach hinten. Nicht, dass sie mich gleich angreifen. Oh, achso, ja, zu spät, oder? Nee. Nee, ich hatte gerade Angst, hat noch gespeichert. Okay, soll ich mal hochgehen und mit den Quatschen oder was? Leg los. Spin good. Look what we got here. And stop this thing! Haben sie den da reingebunden? Flap those wings some more and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for rights. Wir wollen keinen Ärger, wir wollen nur durch. Das ist deren Sache. Wir wollen eine Quest machen. Also das zweite, ja? Nö, ich bin für das erste. Alex? Alex? Ach man, ich wusste. Der will gleich angreifen. Ach man. Ich wollte erst ihm erst noch eine Beleidigung gegen den Kopf werfen, bevor ich in das Schwert reinramme. Like? Ja, den Stab. Vielleicht macht es ja Spaß, da dran zu hängen. Wir kennen den nicht, vielleicht ist er böse. Ich schwanke jetzt zwischen 3 und 4. Jetzt fragt Alex mit nach, okay, na dann bin ich bei Alex. Cause it makes me laugh.
Ja. Dann lachen sie echt hässlich. Also, ich würde nicht so oft lachen. Dann kriegt er gleich in die Fresse, finde ich. Digga, Mann, du bist doppelt so groß wie er. Lass dich nicht so respektlos behandeln. Jetzt nicht mehr auf die Fresse? You want this little cave lurking, what's it? Find du hast dein Eid schon gebrochen, du bist kein Paladin mehr. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Da ist die Frage, meintet ihr nicht das letzte Mal, dass man usen, weil er ja jetzt als Paladin bestimmte Sachen nicht mehr kann, dass man... Achso, das mit dem Auge, ne? Meintest du doch, David. Ja, da müssen wir erstmal die Grotte finden. Ah, okay. Ich würde erstmal Halborg einschüchtern machen. Versuch dein Glück, Digga. Aber... Wird das mit dem Paladin machen, oder nicht? Aber er ist ja kein richtiger Paladin mehr, oder? Richtig. Aber er kriegt da einen Vorteil. Na, hier ein paar Halborg einschüchtern auch, oder nicht? Ja, aber da hast du Doppelvorteil. Genau. Ich bin höchsten auch für Wurf verwenden. Du hast einen Vorteil, höchsten Wurf verwenden aus 2d20 plus 2. Mhm. Dann machen wir das so. Kann einer noch buffen? Nee, ne? Ja, dann würfel Digi. Der 18. Alter, kritischer Erfolg. Nice. Muss ja auch mal sein. The Goblin's nostrils flare. As if trying to judge you through smell alone. We're leaving. What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us. Wenn ich das als Paladin gemacht hätte, wäre ich gleich zwei Ringe hochgekommen. Ich hätte auch kein Problem gehabt, die nackig zu machen. Da waren aber ganz schön viele da. Doch egal, die hätten ja nach, wir hätten sie ja nach unten zu uns locken können. Lagervorräte. Nice. Okay, du guckst in der Mühle schon mal usen, ja? Ja. Okay. Dann gucken, ob du was da findest. Hier ist ein Schrein, aber der bringt nichts, wa? Oder? Achso, Pfeiler müsste. Obwohl. Hat Musik? Nee, ich dachte, da wäre ein Gegner. Alles gut. Ui! Ich bin da gleich nach unten gegangen, da war eine Tür. Hier kann man looten. Oh. No traps, please. Oh. War der bei Alex? Ja, Icke war's. Ich hab das eigentlich ausgemacht, ja, okay. Ich würde gerade sagen, Alter, was geht denn hier ab? Stell doch mal hoch. Ich bin im Keller, ne? Ist da was zu kämpfen? Bis jetzt nicht, ich loote nur. Hm. Alter, was gibt's denn hier? Schild gibt's alles. Oh, Gold. Oh, flinke Blitzfüße. Krasser Scheiß. Hier ist genau ein Bogen unter mir. Kann ich den nicht nehmen? Doch. So. Musst du drüber hauern, oder? Ah, ich muss auf den Namen gehen, nicht auf das Objekt. Okay, okay. So, der Typ ist jetzt hier unten. Soll ich den anquatschen? Du warte nicht lassen kannst. Ja, wir können ja gerne nochmal in den Keller gehen, sonst komme ich erstmal hoch zu euch, weil hier kann man ein dickes Objekt wegnehmen. Ja, du musst ja nicht herkommen, ihr könnt ja im Dialog einfach reingucken. Ja, okay. Könnt. Was will los? Was wollen wir machen mit dem? Wollen wir ihn befreien oder wollen wir ihn hängen lassen oder wollen wir ihn erstmal ausfragen? Ich würde das... Also ganz einfach. Ich glaube, der erzählt ja alles, damit er da runterkommt. Ja, ist doch gut. Okay. Nein, mach den hoch und frei. Stimmt, das hätte auch brenzlig enden können. Wir hätten auch einfach nur durchmarschieren können, aber nein. Alles wunderbar funktioniert, keiner ist zu Schaden gekommen. Jetzt muss man zerstören, dann muss es usen machen, ne? Okay, ich sehe hier unten nicht sehr viel, ich komme erst mal wieder hoch. Der Dialog geht weiter, Peiler. Ah, okay. Bei mir ist er gerade abgebrochen. Well, get on with it. Normal, also er ist, wir haben ihn ja nur runtergelassen. Ach so. Aber das Gespräch vorbei und das hätte jemand Neues machen können, theoretisch, aber... Nee, ich habe ihn nicht angeklickt. Ach so. Alle mitnehmen, was geht, Alter.
As expected. Coercion by the book. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. No. Ignorance is alive and well. Vielleicht kriegen wir den sogar noch in unserem Team. Deep gnomes aren't restricted to the underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. Weil er dick bepackt war. I fear he's in trouble. Genau. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the underdark. Hopefully I'll pick up. Ja, das ist irgendwo doppelt, oder? Durch Alex. Ich habe auch gerade geguckt. My friends. On that note, I bid thee farewell. Bei dir hört man's doppelt. If we should meet again. Bei mir hört man's doppelt. Well, we will have met again. Ja. Warte, dann muss ich den Dialog ein bisschen runterstellen. Wo war jetzt die Leiter? Ich hab mich doch extra gedreht. Da. Hey, ist so scheiße dunkel hier. So, jetzt sollte es ein bisschen leiser sein. Kannst du dein Blitzladungen eigentlich? Jusen, du könntest dir mal den Helm aufsetzen. Habe ich dir reingepackt. Oh, wuchs gleich, nice. Dankeschön. Alex, bewegst du dich viel? Ja, macht er. Deswegen, er könnte die Schuhe anziehen, die ich gerade gefunden habe, glaube ich. Ja, wenn du... Hast du andere Schuhe? Nee, dann nimm die mal von... Ja. Oder ähnliche Aktion aus, erhält er 3 Blitzladungen. Okay, was kann ich mit den Blitzladungen machen? Ich denke mal schießen. Du machst einen Blitzschaden, wenn du jemanden angreifst. Wenn du aber zweimal spurtest zum Beispiel, dann hast du über 5 Ladungen, dann machst du 1-8 Schaden. Genau, und du kriegst immer, wenn du das, also wenn das passiert ist, kriegst du immer ein Athletik noch plus, ne, als Punkt. Das ist ja auch gut. Dann bist du nochmal athletischer. Das ist generell schon drin. Ansonsten, Alex, einfach rechtsklick drauf untersuchen, dann kannst du da die leuchtenden Begriffe alle drüber havern und dann sagtest du das. Also ich würde gerne mit euch nochmal in den Keller gehen, da kann man ein großes Fass zerstören. Ich denke mal, dass es dahinter weitergeht. Leute? Bitte, was? Ja, ich lese gerade. Irgendeine Reaktion von einem wenigstens habe ich erwartet. Ich würde gerne in den Keller gehen, da ist noch ein großes Fass, was man zerstören muss. Und dahinter ist bestimmt ein Gang. Lass mal runtergehen. Links ist das große Fass. Ich denke, dass ich alles hatte, ja. Und links von uns ist das Fass. Alter, hier ist ein Rauchpulversack. Alter, macht der viel Schaden. Ah doch, eine Sache habe ich vergessen, ich sehe es gerade. Schwerer Rucksack, den habe ich nicht gelootet gehabt, ne? Ja. Alter, doch eins da war die krasse... Das hier habe ich auch übersehen im Dunkel. Ah, nur eine Keule. Eieiei, okay. Jetzt muss David mal eine Fackel anmachen, das sieht man vielleicht besser. So, was ist das jetzt hier? Ach, schade. Na, ich habe halt nichts gesehen, ne? Ich habe gedacht, dahinter wäre vielleicht ein Gang versteckt. Aber hat sich ja trotzdem gelohnt, nochmal runterzugehen, weil da haben wir die 2 Sachen noch gefunden. Maybe I need more pockets. War doch gut. Nicer, nicer. Beauty. So, gut. Was können wir jetzt töten hier? Wir wollen eigentlich Richtung Goblin. Besiegen die Goblins, oder? Also. Ich glaube, wir müssen nach unten laufen, nochmal durch das zerstörte Dorf und beim zerstörten Dorf unten nach links den Weg. Und dann kommen wir, glaube ich, zum Goblin-Lager. Würde ich jetzt schätzen. Oben. Oder? Ja, hier oben besiege die Goblins. Also hier ist halt Goblin-Lager, ja.
Ja, hier sollten wir ja sowieso hin wegen der Quest, die haben wir ja jetzt abgeschlossen. Also wir können uns auch zum zerstörten Lager hin, Dorf hin teleportieren. Warum, wir sind direkt daneben, David? Ja. Okay. Ich kann auf das Stück laufen, oder? Ja, Leute, wenn bei Schachschaulin oder mir irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, schreibt das bitte auch gerne rein. Hört er mich jetzt noch doppelt irgendwie? Nee, nö, alles super, Digi. Dich haben wir ja nicht doppelt gehört, nur in-game. Wir hätten gleich nach links laufen können, Leute. Wo seid... Ah, nee, Jusen. Ich bin der, der zu weit ist. Ah, nee, wir sind alle zu weit. Ja. Hätte ich nicht oben schon abbiegen können? Ich würde hier das Haus gerne noch looten, kurz. Ja. Guck mal, ich glaube auch hier beim Haus, wo wir sind. Ich glaube, da müssen wir wieder zurückkommen, oder? Ich glaube, wir sind jetzt bald, wir müssen hier vorne abbiegen. Moonhaven. Garbage. Haven't seen that game in years. So, ne, wir können ja hier oben, oder? Was ist hier oben? Ah, ne, hier oben können wir eine Gruppe. Nee, hier just kommen wir noch her. Hm? Wir müssen wieder ein Stück... Nee, wo sind die Boys? Na, bei mir, Und wir sind da jetzt alle... Nee, jetzt ist David nach links. Ja, na, da... wir müssen, glaube ich, unten lang laufen, da ist eine Brücke. Da war ich ja doch richtig. Ja. Wir sind... Oh, fuck. Du läufst falsch. Das sieht eher nach dem Problemlager aus. Wieso ich laufst du David? Ach stimmt, ich bin... Meine Karte ist falsch gedreht, deswegen. Also meine Kamera. Ich guck auf die Minimap, einfach nach dem Bild von ihnen lang gucken. Muss der Charakter erst mal da hinlaufen, ne? Ja. Sagt der Gluter das Haus hier noch, ne? Ja, ja. Ich guck mich ja auch um auf dem Weg dahin. Okay, ich habe das versteckte Goblin-Lager gefunden. Oh ja, hier sind doch überall Goblins. Ich bin von der anderen Seite ran. Ihr seid da hinten. Okay. Muss ich einmal rumlaufen. Kuckuck. Kann ich alles mitnehmen. Du kannst es doch bei uns das Inventar reinmachen, wenn du zu viel Platz hast. Ja, ja, das geht. Wenig. Geht noch. Geht kann euch noch nicht helfen, da wo ihr seid jetzt. Wir warten hier auf dich. Bis jetzt sieht man ja auch noch nichts. Ich suche nur den Keller. Wo bist du noch? Nee. Ey, ich kann nur eine Krabbe werfen. Verfaulte Tomate, lecker, lecker. Oh, jetzt bin ich überladen. Aber eigentlich müsstest du die Tränke doch in deine Beutel oder in deinen Rucksack kannst du einmal kurz auf dein Inventar gehen und nach Gewicht sortieren? Jetzt kommt eine kleine Werbung bei mir, meine Lieben. Ich kann die auch nur dreimal abbrechen. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe die eigentlich ausgestellt gehabt. Oder sind bei dir auch Werbungen drin, Alex? Nö. Oder nicht? Komisch. Alter, ich habe hier noch einen riesen Keller gefunden. Gut, wir gehen zu Alex. Ja, es wäre cool, wenn er herkommen würdet. Bevor wir da hingehen. Achso, jetzt bist du außer Reichweite, okay. Oh, hier ist auch noch ein Brunnen. Waren wir an dem schon dran? In dem Brunnen? Achso, ja, da sind wir hergekommen. Ah, alles klar. Jetzt erinnert mich wieder. Alex ist da unten.
Bist du da richtig, oben oder von hinten der wird eine. Und hier ist die Holz, also da hinten in der Ecke. Nee, er ist unten. Ich hab aber jetzt nochmal über alles drüber, weil ich habe schon eine Sache gefunden, die du vergessen hattest. Ja, der Ada war so viel. Warst du oben im Schlafzimmer auch schon? Ja. Nee. Ist aber alles, so, alles leer. Okay, naja, ich wusste jetzt nicht, was oben bei dir ist, aber okay. Dann war ich dann. Dann gehen wir mal ab nach unten. Jetzt ja eigentlich irgendwie Gegner? Nee. Jetzt sind nee, warte noch nicht. Aber wir sollen den Keller hier unten durchsuchen. Als Quest. Weiß jemand da irgendwie was. Also hier in der Mitte, lacht mir ja alle in die Mitte. Hier ist so ein Wahrnehmungsfehlschlag. Hier drüben liegt noch ganz viel, ne? Wenn ihr Alt drückt. Elixier der Giftresistenz, Buch des Heilers. Alex, hier stand ich noch nicht. Ich bin gerade erst hergekommen. Nicht du, aber die anderen beiden waren schon hier in der Ecke. Achso, jetzt habe ich auf das Buch geklickt. Die Flaschen, die hier im Regal stehen, die könnt ihr auch alle mitnehmen, ne? Genau, und alle Alchemie-Sachen und so ein Scheiß, was hier rumhängt, die Kräuter. Zum Teil. Erstmal alles einstellen. Mörser. Eine Kerze. Ne, eine Kerze kann ich nehmen. Nee. Unten hab ich da eine Kiste vergessen. Okay, war jetzt nichts Besonderes drin. Okay. What's that? Oh, hier ist ein Hebel. Ist das hier ein Hering? Ein Hebel, nicht ein Hebel. Ach ja, Hebel, der Kiste. Soll ich die Kiste mal kaputt machen? Oh, ja. Und was? Oder kommst du rein? Aha. Ah, was der Schrank hat sich wegbewegt. Ja, wieso bist du? Hinter dir. Okay, so. So. Vor. Sonst hau ich dich mit der Fackel. Ich bin schon wieder überladen. Nimmst doch jedes Mal wieder einen Kessel mit. Deine 8 Schaufeln sind auch komisch. Jetzt mit so viel Schaufeln. Wo seid ihr jetzt hin? Wir sind durch den Gang gegangen. So, bis jetzt sehe ich keine Gegner, ich glaube, bleib mal stehen. Wenn Alex nicht weiß, wo wir sind oder irgendjemand das sagt, dann bleiben wir stehen, dann gehen wir nicht weiter vor. Ich bleib hier, Gut. Ja, bin da. Sind hab's gefunden. Oh, hier ist ein Gegner. Alles klar, läuft bei ihm. Oh, oh. Seid ihr im Fight drin oder was? Ja. Nee, bis jetzt habe ich oh, oh nur gehört. Ja, wir sind im Fight drin, ey. Ah, shit, das ist voll mal. Alter, was ist denn mit denen los, Alter? Dann kommt doch lieber. Ne, wir können ja nicht, wir sind überrascht. Wir können nichts machen. Achso. Warum bin ich überrascht? Also, ich hätte vielleicht vorher angreifen sollen. Ja, das ist es halt. Oder so, wir hätten jetzt angreifen sollen, wenn die dran gewesen wären. Gut, Alter, die haben aber auch alle echt viel Leben, ey. 22, 18, ja, das. Okay.
Vielleicht die Fernkämpfer. Die haben 1, 2, 3, 4. Ah, die haben voll viele Fernkämpfer. 18 Leben. Also ich würde sagen, dass wir die vielleicht versuchen als erstes auszuschalten. Wir versuchen die ein bisschen weiter vorne zu stehen und die... Die 18er, ja. Die agieren Wächter über. Nee, du kümmerst dich um die 22er quasi. Okay. Dass die hier nicht in den Eingang reinkommen und Pfeiler ja, schießen. Ich kann für nichts machen. Ja, weil ich ja noch dran bin. Achso. Alex ist doch dran. Überlege ich gerade, was ich mache. Naja, lieber Fernkampf eigentlich, aber obwohl der vor dir auch schon nah dran steht oder du ziehst dich halt wieder ein Stück zurück. Yuzen muss halt eigentlich nur ein Stück zurückgehen, dass der also quasi vorne den Eingang. Ich wäre sonst dafür, also ist aber riskant, ne, weil wir hier hinten in der Ecke sind. Weil das sind vier Stück vor mir dran. Ich würde sonst hier halt einen riesigen Fettfleck hinmachen, wo Yuzen und Alex ja, stehen, anderen, aber das genau. Kann ich bis jetzt noch nicht beeinflussen, weil ich noch nicht weiß, was die anderen tun in der Zeit. Ja, aber dass wir uns dann halt zurückziehen und die halt hier zurücklocken. Kannst du Alex angreifen und dich heilen? Kann angreifen und heilen, ja. Oh, dann würde ich sagen, macht das am besten, oder? Oh, du hast nur noch... Ach, ich habe jetzt erst eure Leben gesehen. Oh, scheiße. Ja, ich kann... Aber ja, sollte machbar sein. Ich muss einfach bloß hoffen, dass mich keiner angreift. Okay, jetzt halt. Alex hält auf jeden Fall zwei Hits bestimmt noch aus, aber ich bin bei ihm tot. Weil die Fernkämpfer ist die Frage, wie viel Schaden die machen halt. Wie klein die Armbrust jetzt in deiner Hand ist. Ja, Mann. Jetzt sieht's aus wie ein Spielzeug. Ich glaube, das mit dem Vergrößern bringt nur was, wenn du danach gleich noch angreifen kannst. Aber ich bin mir unsicher. Ja, kann ich aber nicht, ist eine Aktion. Ah. Aber den Effekt hat er 10 Runden lang. Na, genau, deswegen wollte ich es am Anfang machen. Ist ja also, wenn wie du bei meinem Fettfleck. Erstmal buffen. Ja. Genau, und eigentlich müsstest du vielleicht eventuell nur ein Stück zurückgehen. Na, erstmal angreifen und dann Richtung zu euch, oder? Sorry, Leute. Naja, aber du kannst dann wieder nicht von dem Gegner weggehen. Wenn du jetzt ranrennst, richtig, dann musst du da stehen bleiben. Deswegen komm lieber und mach den Gang hier zu hinter Alex, oder? Ja, dann lauf in den dass Gang genau und direkt Pfeil und Bogen auf einen. Das hat genau. Dich hier vielleicht direkt hin, also direkt bei so dicht wie an Alex ran wie geht. Nee. Achso, also genau. In den Fettfleck, okay. Genau, und von da aus könntest du jetzt Pfeil und Bogen auf irgendeinen schießen. Alter! Verpiss oh, dich! Verpiss dich! Ey, klar, der klatscht. Kann ja nicht angreifen. Kann ja nicht nochmal angreifen. Wenn er spotet, kann er nicht angreifen. Wenn du mich heilen könntest, wäre das super. Die Frage. Wenn du das als Bonusaktion machen könntest, irgendwie. Dass ich mich nach dem Fettfleck noch selber heilen kann. Das ist ja die Frage, ob ich Peiler oder dich, obwohl er doch. Na, heil du mal mich, weil Peiler ist noch dran und kann sich selber heilen. Das war mein Plan, ja. Nach meiner Aussage. Ja, ich wollte es David nur erklären. Okay. Weil er gerade überlegt hat. Schön. Gib's ihm, David! Ach nee. Okay. David ist gewappnet. Ja, aber er kann noch eine Aktion machen, wie das aussieht. Was? Ach, Mann. Ich meine, wir sind Stufe 3, genau wie die Viecher. Warum? Ich will noch ein Liedchen. Okay. Okay, 2 ist ja nix. Ich bin am Zug. Die sind schwach gegen Nahkampfangriffe.
Ah, okay, also müsste ich eigentlich mal zu einem hinrennen. Wenn du in deiner Hand eine Nahkampfwaffe führst, die weder zweihändig noch vielseitig ist, und in der anderen Hand keine Waffe führst, bewirkst du zusätzlich 2 Schaden. Geil, und das mache ich ja so. Nice. Nee, okay, hast du nicht eine Zweihand-Axt? Du musst die Waffe jetzt wechseln, wenn wir noch eine haben zum Wechseln. Naja, aber wenn er mit der mehr Schaden macht, dann lass das lieber. Also ein Scheiß auf die 2 Schaden. Aber wie gesagt, dann ist hier der Gang nicht mehr frei, wenn ich jetzt irgendeinem hinrenne, ne? Nee, mach den hinter dir fertig, der... Genau, das kommt noch jetzt genug. Die beiden ziehen sich ein bisschen zurück und wir versuchen ja alles wegzutanken. Alles klar, genau. Beziehungsweise sie sollen im besten Fall bleibt vor der Pfütze stehen, weil wir versuchen die Viecher da reinzukriegen. Und wenn die halt zu dir laufen und hitten, dass du dann so halt in der... Also so wie du stehst, ist eigentlich ganz gut. Wenn du hinlaufen kannst, hitten und wieder zurücklaufen kannst, wäre perfekt. Oder die laufen jetzt schon. Warum? Aber ich bin die größte Bedrohung. Ja, zum Glück. Ja. Ja, ne, die gehen auch wirklich, das System ist auch wirklich so, wenn die zu tanky ist, wenn die immer uns gleich als angreifen. Also was angreifen. Auch noch ganz wichtig ist, Leute, ist halt bei Alex jetzt in dem Fall, er hätte sich noch einen Meter übrig lassen müssen vom Laufen her, um sich umzudrehen. Weil er dich jetzt von hinten erwischt hat, hast du halt Doppelschaden gekriegt. Deswegen immer Richtung Gegner gucken am besten, wenn du stehen bleibst. Stehe ich auch, das ist blöd. Deswegen hebe ich mir mal den letzten Meter auf, um mich noch umzudrehen. Nachteil durch Ausrüstung kann man das hören. Auf jeden Fall muss Jusen von dem Fettfleck noch weg. Ich habe voll Schiss, wenn ich den entzünden sollte, dass er anfängt zu brennen. Ah, das ist. Das Gute ist, wenn der Fettfleck brennt, dass ich einen Fettfleck direkt daneben angrenzend machen kann und dann brennt er gleich mit. Hier wäre deine Feuerkugel vielleicht auch gar nicht wieder so schlecht, ey, wird da so. Kannst du dich noch irgendwie heilen, Schaudi? Heilen und normal angreifen müsste gehen, nur Spezialangriff geht da nicht, oder? Oder noch 4. Aber meine Zaubersprüche sind leider auch nicht voll. Wir hätten mal nachher später jetzt noch mal eine lange Rast eigentlich einlegen müssen. Hab ich doch gefragt, Digi! Ja, wir haben eine kurze Rast gemacht. Naja, aber das war ja meine Frage vorhin. Ob lang oder kurz. Wir wussten ja nicht, dass wir in sowas reinkommen. Nee, was hast du denn erwartet, wenn wir in Richtung Goblin-Lager gehen, sag ich mal? Viele Untoten! Naja, aber wäre egal, hätten ja auch 10 Goblins sein können. Was hat Alex da abgekriegt? Heil des... okay. Ilmata. Keine Ahnung. Der hat irgendeinen krassen Pfeil gehabt, der Typ. Lusen, kannst du deinen Rundumschlag machen? Aber danach beweg dich bitte noch. Ein Stück, nicht. Wenn das aus dem Feuer geht. Ohne, dass du vielleicht Alex tust. Das kann... Passiert das jetzt oder passiert das jetzt nicht? Nein. Lusen sieht ja wen er genannt. Okay. Aber Jusen, guck vorher, wenn du dich bewegst, ob da unten rote Pfeile sind. Achso, ja, Jusen, hast du dich überhaupt gebufft? Ja, okay. Also, so wo ich gerade hingucke, ist eine weiße Linie. Nein, ja, aber die zwischen roten Dinger gehen. Achso, genau. ja, also, ja, dann beweg dich nicht, weil dann greifen die dich an. Ja und ich glaube, du stehst auch nicht so direkt im Fett. Ich hab den Rand eigentlich genau an Jusen vorbeigeführt, also... Es sieht jetzt so aus, als wenn sein hinteres Bein drin steht, weil er so breit steht, aber ich habe den an ihm vorbeigeführt. Also eigentlich darf er nicht brennen. Gut, schon. Okay. Ich bleib jetzt einfach hier und mach den Zug beenden, ja? Ja. Ja, wenn du nichts mehr machen kannst, ja. Außer wenn du irgend sowas wie... Geil, ich habe ihn angegriffen. Er hat 11 Schaden gekriegt, der Penner. Yes. Also wenn du natürlich sowas machen kannst wie Vorbereitung auf Angriff oder irgend sowas noch, dann kannst du das auf jeden Fall immer drücken, wenn du... in der Runde bist und nichts weiter groß machen kannst und der noch blinkt. Oder wie Verteidigung. Soll ich den Feuerball jetzt da drin aktivieren? Du machst gerne, brauche ich es nicht machen. Mit einem Zauberspruch. Und du kannst ihn ja noch bewegen, wenn die anderen kommen. Okay, und es brennt ja noch 10 Runden. 10 Runden brennt das Fett.
Gut, dann hoffen wir mal, dass wir Yuzu nicht treffen. Und du kannst den ja auch noch bewegen. Das heißt, es wäre wie noch ein Mitspieler in unserem Team. Genau, ein extra Charakter. Ja. Ich könnte aber auch anzünden und die beiden Bogenschützen da oben treffen noch. Jo, oder den einen Nahkämpfer hier unten. Mach mal die beiden Bogenschützen auch. Aber dann brennt das Fett nicht hier. Also er zeigt mir nicht an, dass ich laufe. Na, dann versuch dein Glück. Nice. Naja, aber der Kreis war eigentlich im Fett drin. Ist doch egal. Muss die Kugel ist erst ja noch bewegen dann. Dann ist, geht's. Ist doch noch keiner drin im Fett, also von daher spielt es ja jetzt noch keine Rolle. Also ich könnte jetzt noch, Alex, könnte ich jetzt noch, also ich habe noch ein Heilen übrig. Das könnte ich jetzt noch auf dich. Naja, klar. Ja, mach das mal, ja. Das wäre gut, ja. Ich habe nur noch 6 Leben. Take you. Aber nix. Mein... ja, du hast auch 6. Hä? Jo, da ging der Zauber wohl daneben. Oder weil du bedroht bist, oder was ist das andere? Vielleicht wegen diesem Pfeil. Vielleicht. Ja, Pfeil, das kann keine Trefferpunkte zurückerhalten. Na. Hat mir keiner gesagt. Where do I go from here? Ich hab's auch nicht gelesen. Aber in irgendwas muss es ja liegen, dachte ich mir. Gut, dass wir jetzt die Lösung haben. Ja, okay, ich bin verletzt. Was soll ich machen, David? Das heißt, ich kann nicht mal einen Trank mehr nehmen. Naja, den vor uns eventuell, aber die da hinten schießen ja eigentlich auch. Ich weiß es nicht. Mit der Krabbe erstmal den Nahkämpfer hier unten, würde ich sagen. Ah, die Krabbe ist nach mir dran. Ja, wir sind beide gleichzeitig. Kannst du auf die Krabbe einfach klicken, ja. Ah, okay, weil David seinen Zug jetzt beendet hat, ja. Kannst einfach auf die Krabbe gehen und dann den angreifen, ne? Okay. Ich kniff mal aus den. So, jetzt hat er nur noch 8. Another fight. Let's go. Weil wenn du ihn tot kriegst, dann mal tot. Wenn ich mein Eismesser zum Beispiel mache, habe ich 3 bis 22. Feuer 1 obwohl, bis 10. Obwohl, warte mal, Blitz. Na, dann nimmst du zumindest das Feuer vorne an, wenn jetzt da die Bogenschützen noch rüberkommen. Kann es ja noch ein Stück zurückziehen. Und dann entscheidet Der Bogenschütze ist noch dran, also der hier. Der ist jetzt als nächstes dran. Hm. Dann kommt der hier. Und dann kommt der da. Aber er hat sich umgedreht. Jetzt bist du mal wieder rausgelaufen. Na, ich hab gehofft, dass er sich komplett umdreht. Dann mache ich ja mehr Schaden, wenn ich von hinten komme, weißt du? Deswegen würde ich sonst jetzt versuchen. Ach nee, bin ich in seinem Radius drin? Ja. Es wäre aber nicht schlecht, wenn du erstmal den da tötest. Den da, ja. Ja, weil der ist jetzt als nächstes dran in der Leiste. Weil ich bin noch vor dem da dran. Und Yuzu auch. Wenn du den da tötest, kann ich mich bewegen. Okay, das hier ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Versuche ich mein Glück. Aber nee, ich erwische euch mit, wie es aussieht. Ja. Wenn ihr lila angezeigt werdet, dann erwische ich euch mit, ne? Ja, aber du kannst den Kreis ein Stück weg. Dreh mal die Kamera. Oder drück naja, so hier kann ich machen, gucken. David. Dann treffe ich, ja, denke ich mal, die beiden. Aber ich treffe. Drück mal oben. Guck mal so. Oder, ja, 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 genau. Ja, klar. Aber er ist ausgerutscht, er liegt. Das bringt schon mal was. Aber ihr müsst aufpassen, da ist jetzt eine Eisfläche, also wenn ihr, ne? Nicht, dass ihr ausrutscht. Das kann ich nochmal. Schriftrolle, Federn. Nee, das bringt nichts. Nee, es bringt auch nichts, weil ich mich bewege, hittet der Typ mich, ne? Nee, du hast keinen roten Pfeil dazwischen eigentlich. Okay. Dann Boost, damit ich eine bessere Übersicht habe, hüpfe ich mal dahin. Und dreh mich nochmal um, bitte. Danke. Ja. Das ist durch die Entfernung. Wenn du weit genug weg bist, ist der Fehlschlag. Ist ja logisch, ist ja wie bei uns wesentlich höher. Alter, hattest du Glück, Alex. Hä, wo ist denn dein Feuerball hin? Ja, stimmt, der ist weg. Hast du den rausgenommen oder was, David, aus Versehen? Nee, weil man kann eine Beschwörung beenden. Das hätte ich mit meiner Krabbe auch machen können.
Ja, aber da muss ich ja extra was klicken, ne? Was ist denn das jetzt? Letztes Mal hatten wir den auch. Ah, ne, hatte der eine nicht vorhin darauf geschossen? Ach, dann ist er schon im Arsch? Okay. Er hat nur 20 Lebenspunkte. Ja. Kann sich nicht verteidigen. Ja, aber 20 ist schon ordentlich. Ich habe auch nur 20. Ja, gut, aber die waren jetzt. Der wird ja als letztes Mal eingesetzt. Also, die hatten ja locker alle Zeit. Jetzt könntest du zurückkommen und uns mit dem hier hinten. Ah, ne, du hast keine Art. Er laufen kann Alex, aber angreifen kann er nicht mehr. Ja, und er rutscht eventuell auch aus, wenn er läuft. Aber gut, darf eigentlich darf er nicht. Nee. Okay. Ah, Rettungswurfelung, okay. Aber dreh dich noch um, Alex. Damit er dich nicht ganz von hinten erwischt. Haha, Fehlschlag, Penner. So, Yuzen hat, so, glaube ich, nichts mit Feuer. Hau mal den Zehner da weg vor dir. Würde ich auch sagen. Die Bogenschützen müssen ja rankommen, damit sie uns richtig hitten können. Dadurch mit dem Fettfleck kann vielleicht. Ne? Echt jetzt? Mann, ey. So, ich kann mich jetzt wieder heilen. Der Pfeil ist weg. Yuzen könnte sich theoretisch auch nochmal, wenn er einen Heiltrank hat, nochmal heilen. Außer wenn er noch was anderes machen kann. Ich heile mit Energie, mit Zaubern. Ja, weil die fünf könnten überlebenswichtig sein gleich, wenn die alle auf dich schießen sollten. Ja, ja, ich weiß, deswegen. Guti, David ist ausgewichen. Fehlschlag, du Hund. Mich trifft keiner so leicht. Jetzt ist David dran. Ja, mit dem Feuer ist echt kacke. So, heilen kannst du jetzt nicht mehr, ne, David? Nee, nicht mehr. Kann sich jetzt nur mal selbst heilen. Okay, die sind wieder giftresistent. Also Gift brauche ich gar nicht mehr. Aber David, jetzt nicht heilen, weil du hast noch diesen Pfeil auf dir. Nee, ich kann nicht mal Heiltränke nehmen. Ah ja, sehr gut. Okay, dann mache ich auf jeden Fall den vor uns platt, falls du den jetzt nicht platt machst. Warte, ich hole den erstmal vor uns. Ja, ja. Nice. Sehr schön. Kann Pyler den vor Yuzen machen, ne? Ich versuchen, ja. Wenn ich einen. Naja, muss halt aufpassen. Wenn ich einen Feuerangriff mache, könnte ich sogar noch das vor uns entflammen. Oder wir warten, ob sie dicht da rankommen, bis sie drin stehen. Mach erstmal was. Müsst ihr mir dann sagen. Ich würde sagen, mach. Na, ich kann noch nicht. David hat den Zug nicht beendet. Ja, ich überlege gerade noch, wo ich hinlaufe. Ich laufe erstmal ein ganzes Stück weit weg. Oh shit. Was? Wer hat mich jetzt getötet? Der Bogenschütze. Der Bogenschütze. Fuck. Der hat gar nicht mitbekommen. Naja, wenn jemand an mich ranlaufen kann und mich hochholt. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du den vor Yuzen machst und Yuzen dann zu mir zurückläuft. Mach ich auf den jetzt eine Feuerattacke und dann werde ich ja sehen, ob der Fettfleck mit angeht. Ich kann nur zurücklaufen, wenn der Gegner von mir weg ist. Also ja, na, das habe ich noch gerade gesagt, dass Pyler den vor dir tötet. So. Oder ich mache nochmal die Eisattacke. Wenn ich die Eisattacke mache, dann kann ich. Dann mache ich wesentlich mehr Schaden, weil er hat 10. Das ist mein Maximalschaden mit der Feuerattacke. Ja, probier's. Ja, warte mal, ich laufe erstmal ein Stück, glaube ich, an Alex ran. Weil dann habe ich auch höhere Trefferchancen. Aber mich nicht hochholen, weil das ist eine Aktion. Außer den Spell ist eine Bonusaktion. Aber jetzt, wo er liegt, kann ich ihn vielleicht einfach weghitten. Aber er hat nur noch ein Leben. Ja, stimmt. Alter, shit. Nächstes.
Der steht wieder auf, das ist so unfair. Ja, naja, weil er dran ist, das ist das halt. Richtig, aber damit verbraucht er eine Aktion. Dadurch kann er bloß noch einen Spezialangriff machen. Eigentlich. Alter, es kriegt richtig aufs Maul. Die sind aber auch so clever, dass die nicht den Tank angreifen, ne? Das ist schon... Naja, das meinte ich, die sind schon so schlau, wenn Yuzna halt den Tank, die irgendwann wird, dann wird, werden wir die immer angegriffen. Außer sind vielleicht Nahkämpfer oder so. Ja, dann muss ich ja jetzt... Es sind nur noch drei, also... Richtig, aber Yuzna sollte sich, denke ich mal, direkt vor uns stellen, oder Alex? Nee, vier sind's ja. Weil er ist aus der Reichweite raus, er muss zurückkommen. Ja, ja. Hier in die Choke vielleicht genau. Irgendwie. Im besten Fall kannst du Alex vielleicht noch mal nehmen. Ich darf da keinen Punkt mehr haben. Machst du in diesem Punkt, genau, und umdrehen, Yuzna. Den Punkt mache ich mit Alt und Rechtsklick. Ah, okay. Kannst du dich noch umdrehen? So ein kleines Stück in die andere Richtung? Ja, so ist perfekt. Ja. Okay, und das kann ich nicht um... Nein! Okay. Also du hättest ihn so hochhelfen können, wenn du es einklicken könntest, aber du hast dich wieder umgedreht. So, ich bleib jetzt hier stehen im Fall, oder was? Ja, ja, immer die Gegner angucken, weil im Rücken kriegst du mehr Schaden. Oh nein! Mann, ich wollte nur... Oh Leute! Du brauchst mir nicht hochhelfen, Yuzna. Bleib einfach da stehen. Ich wollte einfach nur runter. Ja, jetzt kann er sich aber auch nicht mehr umdrehen. Mann. Wenn du Pech hast, gehst du jetzt gleich drauf. Nee, er hat doch noch 20 Leben, Alter. Ja, er konnte sich auch nochmal umdrehen. Gut, dass du dich umgedreht hast, Yuzna. Ja. So. Das wär's ein kritischer Erfolg. Du kannst dich jetzt auch wieder heilen, David. Mit Heiltränken. Scheiße. Ja, zu dir laufen kann ich leider nicht. Ja, wenn du irgendjemanden angreifen kannst. Das ist halt die Frage. Ich kann mich gleich entscheiden, ob ich Alex hochhole oder ob ich einen Trank nehme. Hier 36%ige Chance. Ist bei dir Trank, ist das ein. Ist doch eine Bonusaktion, oder? Ein Heiltrank? Ja. Aber ja, wiederbeleben ist eine normale Aktion. Ja, dann kannst du beides. Alles cool. Du kannst eine Aktion und eine Bonusaktion machen. Okay, dann mache ich das. Weil ich ja nicht weiß, was David von da hinten machen kann. Okay, er geht weiter zurück. Schön. Wieder mit dem Rücken zum Gegner. Er versucht den einen Typen anzugreifen, aber. Das hat nicht geklappt. Take Kuro. Kann ich nur hoffen, dass der da hinter mich nicht angreift, der jetzt noch hinter dir dran ist. Aber wenn du jetzt noch kannst, lauf ein Stück zurück. Wenn du noch laufen kannst. Genau. Schön. Sehr gut. Und dann macht ihr mal kurz weiter, geht mal ganz kurz pinkeln. Alter. Sorry, Leute. Alter, selbst da hinten. Ja, dann lauf an den da ran, Yuzna. Lauf da ran und dann mach Nahkampf. Hau weg, Yuzna. Da bist du bist ja besser im Nahkampf als im Fernkampf. Genau, nice. Tippitoppi. Hau ihn weg. Den Knecht. Nice. Yuzna, der Tank. So, ja, Mann, das ist meine Bestimmung. Dafür bin ich geboren. Oder geht dieser zielsichere Schuss nur für dich? Nee, sodass wir gar nichts davon haben. Nee, nee, das ist für alle, die. Wenn du mit Angriffswürfen quasi drauf gehst. Wieder da. Oh, du bist auch dran. Ui, der Ding ja fix. Wiederbeleben kann ich keinen mehr, außer wenn noch jemand so eine Rolle hat. Yuzna hat noch zwei. Oh, welche? Wo ist denn Yuzna? Die Rolle brauchst du. Du brauchst doch diese Schriftrolle nicht. Erst wenn er umgefallen ist. Ja, erst wenn ich wirklich tot bin, Digga. Das ist nur hochhelfen.
Ah, okay. Das ist eine Aktion. Da ja, scheiße, unten in aber deiner, ich muss mich heilen. Deiner Leiste. Hilf sterbenden Charakteren auf oder entferne die Zustände, brennen, bla bla bla. Jo. Ansonsten hätte ich gesagt, heil dich erstmal, weil wenn du jetzt hier vorne wieder stehst, dann kriegst du wahrscheinlich wieder eins. Ja, chill doch mal, ich kann auch beides. Okay. Genau. Stimmt. Ich nehme mir jetzt mal einen großen Heiltrank von David, ja? Mach das. Oh, er hat das schon automatisch unten reingesteckt. Geht das auch so? Nee, ist auch eine Bonusaktion, aber ist ja, das ist eine normale Aktion, jetzt hochhelfen, oder? Ja, helfen ist eine normale Aktion. Okay, also kann ich dir hochhelfen? Genau. Kann den Trank saufen? Ja, genau. 12. Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Typ hier... Jetzt geh am besten wieder noch ein Stück weg. Ah, nee, du kannst dich nicht mehr so viel bewegen. Scheiße. Jetzt geht umdrehen nicht mehr. Ich hab gedacht, ich hab kann so. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja, ja, kannst du jetzt nicht ändern, Digga. Dann krieg ich's jetzt in den Rücken. Oh. Das ist doch echt. Dieser eine hier unten, der legt mich die ganze Zeit, der Penner. Nice. Kannst du noch ein Stück zurück? Als nächstes läufst du zu dem, ne? Oh, so willst du das machen, ja? Ja. Okay. Und da muss ich. Ja, da muss ich einen Bogen laufen, weil über einen Ölteppich gehe ich nicht. Ja, oder, kann, oder ich springe. Springen, ja. Kannst du. Ja, sehr schön. Genau so. Mach zu. Genau, perfekt. Kannst du noch irgendwas machen, Jusen? Erstmal in die Kiste kicken. Und da ist gar nichts drin. Ich bleib da mal drin, oder? Dreh dich mal noch ein Stück nach links. Versuch ihn anzugucken oder noch hinzulegen. Genau, so. Dass dich der da unten links nicht von hinten erwischt, weißt du? So ist perfekt. Kannst du noch irgendwas anderes machen, Jusen? Dir einen Trank reinpfeifen oder. Ich hab keine Tränke mehr. Na, guck doch mal, wenn du Tab drückst. David hat noch 4 Tränke. Zieh dir die rüber in dein Inventar, dann kannst du noch einen Trank nehmen. Oder ich zieh sie da rüber. Du hast aber auch. Ach nee, das verdächtige Skill. Das Problem ist, du kannst sie mir, glaube ich, nicht rüber doch geben, weil es wäre ein Zug, oder? Nein. Doch. Nein. Hab's okay gemacht. Du hast jetzt Tränke drin. Das können wir immer machen. Alex kann dir auch einen großen Trank geben, dann könnten wir Jusen mehr heilen, bevor er einen kleinen nimmt. Den wollte ich gerne nehmen. Ah, okay. Aber heilen kann ich jetzt ja nicht mehr. Wenn wir dich überhaupt hochkriegen bis dahin, aber ja. Alles naja, gut, ich bleib erstmal stehen und warte. Ich hätte lieber Jusen gegeben. Nee, ich habe auch 24 Leben. Wenn. Also es heilt mich ja dann auch quasi. Richtig, wenn wir dich mal hochkriegen, bevor du getötet wirst, was aber bestimmt nicht der Fall sein wird in dem Kampf. Naja, doch, Jusen steht da jetzt vor dem, der mich immer anschießt. Du wirst es ja sehen. Ja, wirst du sehen. Leute, sind nur noch 3, komm. Das schaffen wir. Alle 3 können dich anschießen. Das ist halt die Sache. Nee, die schießen meist auf euch, habe ich immer das Gefühl. Meint er doch. Ich meinte jetzt nicht dich, Jusen, ich meinte in dem Fall Alex. So. Schön, David. Ja, war ich hier. Und jetzt noch versuchen, Alex hochzuhelfen. Nee, ich hab nicht genug Weg. Ich musste von hier hinten ja nach vorne laufen. Das hat nur für den Schuss weiter gereicht. Jetzt ist der Typ gleich wieder dran und schießt Alex nieder. Ich seh's schon. Ich hoffe ja nicht, weil Jusen jetzt davor steht. Richtig, und ich steh vor dem anderen. Also ich hoffe, dass er dich so nicht treffen kann. Na, werden wir jetzt gleich sehen. So, ich kann nicht mehr viel tun. Nee, eigentlich gar nichts mehr. Außer mich federleicht machen, schubsen oder eintauchen. Was passiert bei eintauchen? Nee, nur wenn du Feuer in der Nähe hast oder so, kannst du die klären. Ja, das Fett ist ein Stück zu weit weg, aber ich hätte doch ein Fett eintauchen können. Ja, und dann glaubst du Wetter besser durch, oder was? Ja, vielleicht kann man es dann noch anzünden, keine Ahnung.
Ist das aber echt kacke, stark. Alter. Genau an Jusens Kopf vorbei, nur um dich zu treffen. Aber es ja, liegt aber doch daran, stark, dass du groß bist, ne? Das ist da echt scheiße. Wärst du klein, könnt er nicht über Jusen drüber schießen. Bam, 15. Ich versuch's ihn mal anzugreifen, wa? Ist das ziemlich weit weg? Aber dann bin ich auch erstmal nicht mehr vor euch, oder soll ich den erstmal ignorieren? Ich lauf jetzt erstmal hier drüber. Zack. Oder soll ich lieber den auf der anderen Seite nehmen? Anschießen zumindest. Soll ich hier bleiben, oder darf ich mich bewegen? Das ist okay, geh mal rüber zu dem Typen da in der Ecke. Der die Treppe hoch da will gerade, was? Obwohl. Den in der Ecke, David. Links, rechts, vorne. Ja, ich gerade. Nicht, dass die. Obwohl, die gehen eh so oder so auf uns eigentlich. Was ist denn als nächstes dran? Als nächstes dran. Ist du nach den beiden Dudes und dann der Eck und dann ist der Dude da hinten. Der hinten. Der da hinten ist als nächstes. Ja, aber Yuzu kann keinen One-Hit mit 18 Schaden. Nee, aber er ist auch viel zu weit weg und an den hier drüben würde er halt rankommen. Nee, komm ich nicht. Ich muss um die Öffne zu, weil sonst muss ich halt immer Glückswürfe machen. Nein, warum? Ja, dann mach ach den. Mit Boom. Mach also den rechten Jusen. Ja, lauf doch einfach an den ran und töte den, ne, jetzt, den 13er. Er ist schon mal einer weniger. Genau. Nein! Scheiße. Ist ja nicht schlimm. Kriegen wir einen. Aber eigentlich können wir ja jetzt auf die Zuhörer, die sind doch jetzt. Du kannst schon bis zu mir rankommen, bevor du schießt oder so. Wir sind jetzt 4 gegen 3, also haut raus, was ihr könnt. Richtig, du kannst schon an mir rankommen. Ja. Die killen dich nicht mit einem Schuss. Das ist nur einer nach dir dran, wenn ich mir den, der von Jusen aus, könnte dich sogar nicht treffen, wenn du ein Stückchen hinter mir so neben mir stehst. Ich hab halt von, man steht nach vorne laufen. Ich hab hier hinten halt nur eine 36% hier. Ja, deswegen meine ich, er kommt noch dichter ran. 60, 36 vielleicht. Jetzt kommt noch ein Stück dichter ran. Nice, ja, schon lustig, ja. Heftig nice. Gut. Nice. David! Ja, Mann. Den kann jetzt Pilar töten, auf jeden Fall. Ja, den 2 kriegst du jetzt den Pylorus, oder? Ja. Den 2er krieg ich, ne? Machst du da, David? Ich hab gedacht, du kannst dich mal heilen. Ja, doch. Wenn er mit dem Bogen einen kritischen Treffer macht, dann kriegt er Zauberladungen zurück. Geil! Deswegen habe ich ihm den ja gekauft. Ja, ich hab, du, ich guck doch nicht rein, was ihr genau alles anhabt, Digi. Überraschung. Ja. Sponsored by Alex. Ja. Stehen die beiden da hinten. Kannst du vielleicht jetzt einen Flächenangriff machen, dass du den anderen auch noch triffst? Ja, die stehen zusammen. Aha, obwohl, da ist eine Lücke dazwischen. Vielleicht. Ein Loch. Oh ja, wenn du es schaffst, dass ich gegen den anderen im Vorteil bin, wenn der liegt, das wäre super. Das könnte ich machen, bei Feuer ist es halt nicht so, ne? Ja, ich weiß nicht genau, wie ich in Vorteil komme gegen ihn. Das ist das Problem. Ich kann ihn vereisen, ja, mit dem normalen Angriff, das ist kein Thema. Na, ich kann auch so, von David die flammende Kugel auf den schmeißen, dann habe ich hier noch die Kugel rumzuliegen. Ah, ja, auch eine Schriftrolle für. Nee, alles. Nee, hau den Zweier. Du kannst auch einfach mal so den Zweier platt hauen. Oh. Ja, ja, aber wenn ich da die brennende Kugel hinmache und er greift sie nicht an, haben wir ja noch eine Spielfigur mehr. Aber das die brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Wir sind doch 4 gegen 3. Okay, dann mache ich einfach Feuerangriff auf den Zweier. Ja, genau. Hauen weg und dann ist gut. Schade. Wenn ich ihn treffen würde. Naja, gut, aber wenigstens ist er nur noch mit 2 Leben. Also kriegen wir schon tot, das Vieh. Ich bin ein Stück zu weit gelaufen, egal. Nice. Machen platt, Jusen! Alter, 26! Nice. Ja, hau da raus, hau da, du! Was hab ich 26? Jusen hat gerade 26 Schaden gemacht.
Ja. Weil der andere weggerannt ist, oder was? Nee. Weil er sich gebufft hat und danach angegriffen hat. Und dann hat er einen kritischen Treffer gemacht. 26. Ich hätte nicht gedacht, dass er Fleisch bei Knochen hilft, aber okay. 26, ja. Und ich glaube, ich mal so viel das hier noch. Genau, tank die erstmal noch ein bisschen weg. Sonst holen wir dich hoch. Und jetzt ist der Buff weg. Nein, ey, kannst du sagen. Was? Ist zu weit weg, Alex. Ja, ich war aber versteckt. Ich hatte über, also 70% Chance. Naja, aber 30% gegen dich. Richtig. Genau. Manchmal hat man Pech. So. Ja, dann versuch einen kritischen Treffer zu machen mit deinem Bogen, David. Dass du die Zaubersprüche wieder kriegst. Dann geh nochmal so ein Stück hinter Alex ran, damit du ein bisschen besser vielleicht triffst. Vielleicht den Typ, der mit dem Rücken zu dir vielleicht kommt, noch 2 Meter kritisch. Dichter. Wenn du kannst. Ja, Wasser. Sorry, ja, die können Blitzmagie und werden euch jetzt unter Strom setzen, David. Weil du so frech warst, mach ich das gleich. Oh. Waren 60%. Oh. Wir treffen gerade nicht. Oh, shit. Nein. Das war echt gerade, mit kritischer Treffer war schon nicht schlecht. Ja, natürlich. Und der versteckt da sich noch. Ja, das ist gegen dich. Hm, ich merke das schon. Hau ihn weg. Oh, auch der Zweier tot. Wenn ich treffe, Leute. Wenn ich treffe. Ich würde sagen, danach machen wir erstmal wieder eine lange Rast. 60%, wenn ich den mache, habe ich 60% und wenn ich das mache, habe ich 50%. Nee, dann zauber ich lieber. Nice. Der ist tot. Sehr gut. Da ging er down, ging er. Jusen ist erstmal dran. Gib ihm Packen. Ich kann ihn benommen machen. Also ich kann ihn vielleicht benommen machen, falls es hilft. Hau ihn weg. Naja, dann kann er nicht angreifen. Fleisch ihn, Junge. Entweder greifen an oder er macht ihn benommen. Jetzt hab Fleisch, muss ich 2 Züge warten. Hast du denn vorhin nicht am Anfang der Runde zerfleischen gemacht? Nee. Hättest du das dann mindestens 4-mal einsetzen können? Bam. Yeah. Mach einen Plattjusen. Nice. Nice. Oh mein Gott, Alter. Das war ja ein Akt hier. Aber wir haben überlebt, Leute. Wir haben überlebt. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Außer Alex. Der ist, ich habe eine Axt gefunden. Ja. Ich habe euch alles hier weggetankt. Ja. Jusen, du bist ein schlechter Tank. Ja, gar wirklich, nicht wahr. Ja. Guck mal, wie gut ich gearbeitet habe, Alter. Ja, wirklich. Ich musste ja alles machen. Am Arsch musstest du alles machen. Sollen sie mal gestorben hier. Ja. War leichte Doofnis dabei. Das macht ihr besser, ne? Geht dir gleich Doofnis, du. Nee, hör auf.